Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Futures Handel mit dem Stereotrader und mit Heiko Behrendt. Ich freue mich, dass Sie heute live dabei sind und sehe auch, dass viele neue Teilnehmer dabei sind. Also vielen Dank für das Interesse. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Und bevor wir jetzt tatsächlich mit Heiko starten, müssen wir einmal uns den Risikohinweis zusammen anschauen. Denn dieses Webinar dient nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Sie dürfen Ihre eigenen Entscheidungen treffen und müssen das auch. Und bitte dieses Webinar bzw. den Inhalt nicht als Anlageberatung oder Handelsempfehlung verstehen. Unabhängig davon, was uns heute Heiko zeigt. Das ist ganz wichtig. Okay. Dann nochmal offiziell, hallo Heiko, ich freue mich, dass du heute hier mit uns das Webinar machst. Und ja, wir sind schon sehr gespannt, was du uns heute zeigst. Deswegen übertrage ich sehr gerne den Bildschirm, wünsche viel Erfolg und viel Spaß. Genau, super gut. Dann kommt hier mein Bildschirm halt weit. So, da Bildschirm Nummer 3 ist es. Gut, ja, dann nochmal von meiner Seite recht herzlich willkommen. Ja, wie gesagt, es gibt ja unterschiedliche Serien bei FX Flat, unterschiedliche Trader und ja, ich habe mich dafür entschieden, oder wir gemeinsam uns das Thema Future Trading so ein bisschen in Deutschland voranzubringen und das innerhalb der Umgebung des Stereo Trader. Und deswegen werden wir da heute auch weiter aktiv oder aktiv sein und tätig werden. Und ich möchte euch sozusagen als Teilnehmer da das gerne ein bisschen mit an die Hand geben. Vielleicht für wen ist Future Trading interessant? Warum kann es interessant sein? Ja, und wer halt seine Plattform nicht wechseln möchte auf eine spezielle Future-Plattform, die oft doch recht teuer sind, der kann ja mittlerweile auch über FX Flat mit günstigen Konditionen dann am Ende wirklich den Future-Handel auch beginnen. Und ja, und zudem gibt es ja einige Besonderheiten, die sonst kein deutscher, sag jetzt mal, kein deutscher Broker in diesem Bereich hat, im MetaTrader, dass man ja über den StareTrader sich auch das Level 2 und das Volume Profile anzeigen lassen kann, so wie man das jetzt hier auch schon im Bild so ein bisschen sieht. Und ja, da möchte ich heute gerne mit euch rein. Ich möchte auch noch ein bisschen mehr mit euch machen. Und zwar nochmal so ein bisschen die Vorbereitung. Wie bereite ich mich auf den Handel vor? Ein bisschen reingehen in die Kommentierung. Also, was sehe ich da? Wie ist mein Desk aufgebaut? Warum mache ich was? Möchte euch noch die ein oder andere Einstellung am StereoTrader zeigen und dann. Ja, wenn es sie da gibt, auch gerne dann das Live-Trading mit Echtgeld. Hier gleich der Hinweis: im Future Trading gibt es kein Demo-Handel. Das heißt, also wenn ihr im Future handelt bei FX Flat aktuell, dann ist es so, dann handelt ihr gleich live, echt und in Farbe. Ja, aber der Hinweis an dieser Stelle. Ja, wir gehen mal kurz rein. Also, wie sieht meine Vorbereitung aus? Von der Analyse her, was mache ich da? Und das schauen wir uns ganz kurz an. Zack, so. Also, ich nutze aktuell noch eine Fremdsoftware auch noch, das muss ich mit erwähnen. Die habe ich immer mit offen, die habe ich aber seit dem Jahr 2000 und möchte sie ja nicht mehr missen. Aber vielleicht wird sie auch irgendwann mal eingestellt werden, denn es gibt durchaus aktuell Bestrebungen, dass wir auch den Footprint-Chart, also das, was ihr hier rechts seht, dann, dass das auch später, vielleicht sogar schon in diesem Jahr, eventuell, wir werden es sehen, dass man das Ganze, sorry, warte mal, ich muss mal mich kurz räuspern. Ich hatte irgendwie mich verschluckt. Ja, dass wir nämlich dort auch den Footprint-Chart dann auch im StereoTrader sehen können. Aber da sind wir noch ganz, ganz am Anfang der Entwicklung. Aber das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit. Das wäre sozusagen schon mal vielleicht, wo wir schon auch dran arbeiten im Hintergrund und mal gucken, wie da denn die Entwicklung auch wird. Bekanntlich steckt der Teufel im Detail und deswegen, da gibt es noch einige Hürden zu meistern. Genau. Gut, das können wir aber erstmal ausmachen.
Wie gesagt, von der Analyse her ist es so, dass ich von oben nach unten gehe. Das heißt, ich fange an, indem ich mir den Stundenchart anschaue. Jetzt fragen sich viele, warum macht er das Ganze hier im S&P 500? Also ich selber muss sagen, ich trade jetzt seit etlichen Zeiten den S&P, seitdem der Markt so volatil ist. Ich habe früher gerne den Dow gehandelt, ja, aber muss sagen, es gab halt auch Zeiten, da war denn der Dow für mich einfach oben drüber. Ja, und da habe ich dann wieder angefangen, den S&P zu handeln. Und wenn ich Future trade, trade ich sowieso nur den S&P. Wir können uns nachher mal anschauen, wie die Markttiefe im Dow Future ist, ja. Und das ist dann schon ziemlich brutal. Also die ist brutal gering, im S&P ist er um einiges höher. Und deswegen läuft der S&P auch in den Ticken sauberer. Das heißt, der macht das halt nicht wie der Dow, der dann nochmal ja, nochmal eine extra Runde drehen muss, nochmal extra nochmal so ein Hoch nochmal rausnehmen muss oder so ein Tief. Ja, der S&P, der tickt das meistens dann oft genug sehr genau an, um dann halt von dort aus zu drehen und nicht irgendwelche Spirenzchen zu machen. Ist aber auch nicht immer so. Ja, prinzipiell laufen die beiden Märkte ja relativ parallel, aber auch nur relativ. Aktuell ist der Dow etwas schwächer, also die Old Economy ist etwas schwächer. Die Techs sind wesentlich, laufen aktuell wesentlich stärker, vor allem der Nasdaq. Ja. Und da ja auch ja, einige der Schwergewichte in den, also im Nasdaq wie Apple auch im S&P sind und andere Werte, läuft das da halt ein bisschen besser, das Ganze. Also das heißt, der S&P ist am Ende oftmals so ein Zwischenteil zwischen Nasdaq und dem Dow. Ja. Gut, also wie gesagt, falls es sich nicht ergibt und es gab jetzt auch schon Tage, wo die Vola so gering war im S&P, auch im S&P Micro Future, weil man ja da auch die Kosten hat. Ja, ich habe zwar den Vorteil, dass ich im Future ohne Spread handeln kann, wenn ich genau im Limit drinne stehe. Das ist ein Vorteil. Ja, das heißt, ich spare mir jedes Mal einen Punkt oder einen Tick an Spread. Aber Nachteil, ich habe ja trotzdem Kosten. Und wenn die Vola zu gering ist für meinen Handelsstil, dann handle ich da auch nicht mehr im S&P, sondern dann gehe ich auch wieder in den Dow. Müssen wir halt mal sehen, wie die Vola ist. Ich weiß noch nicht. Ich bin mal gespannt, was mit dieser Vorbörse, also die Vorbörse war ja schon wieder ziemlich stark hier. Der S&P ist hier in der Vorbörse gestiegen von 2.983 bis 3.035, also ordentlich. Ja, ordentlich Strecke gemacht, ja, in Punkten hier, ja, also um die 30 Punkte oder paar, nee, 50 Punkte, sorry, um die 50 Punkte gemacht. Das ist schon brutal viel. Und von daher bin ich mal gespannt, was da heute zur Handelseröffnung denn passiert. Und prinzipiell, wenn ich mir den Chart hier so anschaue, dann ist es so, dass wir uns hier gerade am Tageshoch von gestern befinden. Für mich interessant eigentlich heute ist, ob der S&P es heute schafft, den Trend, den wir halt gestern, ja, gestern sehr lange seitwärts konsolidiert, dann zum Handelsende abgetaucht, vorbörslich jetzt wieder nach oben, ein recht guter Trend gemacht. Und die Frage wird sein, ob wir jetzt zur Handelseröffnung um 15:30 Uhr dann schaffen, von hier aus nach oben wegzugehen. Oder zumindest in Richtung des oberen Widerstandsbereichs hier des Tageshochs, dass wir dann da reinlaufen, also hier oben. Ne? Also da bin ich mal gespannt, ob das halt dem S&P gelingt, genauso wie es dem Dow gelingt. Ne? Wir können nachher mal auch auf den Dow noch drauf gucken, ist jetzt kein Problem. Was ich hier recht interessant finde und da auch darauf hingewiesen, der Timo, auch Entwickler vom StereoTrader, der hat ja so eine Toolbox entwickelt und da werden unter anderem auch Außenstäbe, Innenstäbe gezeigt und ich finde aktuell recht interessant. Ich markiere es jetzt einfach einmal, damit man sieht, also hier diese Kerze finde ich im S&P recht interessant. Wir haben letzte Stunde kurz da etwas tiefer geschlossen, jetzt wird der S&P relativ gut wieder zurückgeholt und für mich gibt es jetzt hier vom Level her die Überlegung, wenn wir im Trend nach oben gehen,
bin ich der Meinung, wird an diesen beiden Preisbereichen relativ schwierig werden. Also einmal hier das Hoch dieser Stunde und dann am Tageshoch. Also hier oben dieser Preisbereich. Ich mache den auch gleich rot als Widerstandsbereich. Ja, so dass man da einfach wissen, okay, da oben könnte Schluss sein. Ja. Wie gesagt, das ist jetzt so mit einem Auge gezeichnet. Das hat jetzt hier keine Bewandtnis, ob das jetzt ein Punkt, drei Punkte oder 10 Punkte sind. Ja, so ein bisschen mit einem Auge einfach. Ich habe jetzt das hier an dem Point of Control hier angelegt da. Genau. Also das wird für mich spannend werden, wenn der Markt hier hochkommt. Von daher aktuell kann man sagen, wir sind innerhalb des Aufwärtstrends drinne. Ja, also wir sind im Aufwärtstrend hier drinne. Aber wir sind halt innerhalb einer Außenkerze, wenn man das so möchte. Wir haben die verletzt, deswegen so ein bisschen die Gefahr auf der Oberseite, ob der Markt halt wirklich durchgehen kann oder hier eventuell erstmal nochmal hier ein paar Stunden rumoxidiert oder konsolidiert, ja, bevor es dann den Ausbruch entweder nach oben oder hier nach unten gibt. Wir haben das gestern auch zum Haupthandel gesehen. Ja, die ganze Zeit lief der Markt hier drumherum. Also wenn ich sowas anfangen sollte zu sehen, dann werde ich den Handel auch einstellen oder auch gar nichts handeln. Ja, das werden wir dann sehen zur Eröffnung. Genau. Also bis jetzt sehr guter Abpraller am Tageshoch von gestern. Trend ist intakt. Wir switchen mal die Zeiteinheiten durch nach unten. Schauen uns hier nochmal die halbe Stunde an. Und hier sehen wir eigentlich auch relativ fies diese Formation, also dieser wahrscheinlich hier durch News geprägt, dieser schnelle Abverkauf. Sehen wir hier diese Reaktion auch über das Hoch dieser beiden 30 Minuten Kerzen, dann schneller Abverkauf. Jetzt wird das Ding zurückgekauft. Und hier fällt mir halt noch eine Kerze auf die ich gerne schaue. Das wäre auf der Unterseite, falls wir heute nicht nach oben durchkommen, dieser Preisbereich hier. So. Die 3015,75. Was mir am Future-Handel im Übrigen da auch recht gut gefällt, ist, dass wir eine feste Tickgröße haben. Jetzt nicht wie bei den CFDs. Gut, der Sell-Trader hat das auch, dieses Problem ja umgangen, indem der in einer festen Tickgröße auch handelt, also das darstellt. Aber mir gefällt es halt einfach jetzt im DAU zu sagen, es gibt halt nur einen Punkt oder es gibt halt hier diese 0,25, ne, oder am DAX 0,5 Punkte. Das gefällt mir eigentlich im Future wesentlich besser als dieses. Da musste ich mich wirklich früher eine lange Zeit dran gewöhnen, an diese Kommastellen da hinten. Dass, wenn man dann so genau tradet, ja, weil, was ich, wenn ich mein Take-Profit bei 11.000 hinlege, ja, dann war das ja früher immer ein Krampf. Ja. Ich will den bei 11.000 haben und nicht bei 11.099,98. Ja. Also da bin ich auch so ein kleiner, das ging gar nicht so. Und von daher, das recht interessant hier. Die Frage wird sein für mich, schaffen wir hier dieses Hoch rauszunehmen, ja oder nein? Und alles über dem Tageshoch von gestern ist erstmal Long für mich. Und in die Hochs hinein müssen wir dann halt gucken, ob man dann eventuell die Short-Seite weiter forciert oder ob man hier entsprechend dann, also die Long-Seite durch die Widerstände durchhandelt oder ob man das sogar als Short-Entries nimmt. Gehen wir hier runter noch in den 5-Minuten-Chart und dann wird es hier deutlich, was der Markt denn für eine Aufgabe hier vor sich hat. Ja, also der schnelle Tick, der schnelle Push hier nach unten, ans Tageshoch von gestern ran, etwas nach oben und jetzt kommt hier natürlich jetzt die Frage, ob jetzt dieses Gedaddel hier nach unten, ja, also dieses hier so langsame Abdriften, ja, schnell runter, ob das sich dann jetzt hier so fortsetzt. Hier unten wird es für mich interessant, ob wir dann später eine Reaktion hier nach oben sehen oder komplett abverkaufen und dann erst eine Reaktion da unten sehen. Das wird für mich nochmal ganz interessant werden. Wie gesagt, ich denke immer mehreren Szenarien aus dem ganz einfachen Grunde, weil ich am Ende nicht weiß, was die heute machen. Ja, also meine Aufgabe als Trader ist es nicht, Hellseher zu sein, wo der Markt hinläuft. Klar, sollte er dahin laufen, was man sich denkt. Das wäre schon ideal, aber am Ende kann es ich nicht beeinflussen. Und wenn ich mit einer zu vorgefertigten Meinung an den Markt rangehe, habe ich oftmals das Problem, dass ich dann vielleicht mich verhaspel. Also wenn ich dann manchmal lese von jemandem oder mit jemandem mich unterhalte, austausche und sage, Mensch, der DAX, der muss da jetzt herunterfallen auf irgendwas oder der muss ja jetzt nach oben steigen müssen, muss er halt gar nichts. Ja? Und solange halt die Akteure da sind, die das Ding halt kaufen, wird das Ding halt auch steigen. Ja? Ob uns das gefällt oder nicht, das ist dem Markt ja am Ende Boogie. Ja, das interessiert ja den Markt nicht so. Deswegen
Ganz wichtig oder mein Hinweis immer an der Stelle, wenn ich das Bild nicht gegriffen kriege oder sollte ich heute auch das hier nicht gegriffen bekommen, dann handle ich halt einfach nicht. Ja. Ja, ich habe das Gute, ich werde dafür nicht bezahlt. Ja, also gegenüber jetzt, wenn man Gehalt bekommt, also ich habe ja aber mal eine Zeit lang bei einem Hedgefonds gearbeitet und da ist es halt so, da bekomme ich Geld für meine Entscheidung. Ob ich damit Geld verdiene, natürlich ist es in erster Instanz jetzt nicht entscheidend, ob ich dort arbeite oder nicht. Klar, wenn ich nur Verluste mache, dann werde ich irgendwann gekündigt. Aber wenn ich sozusagen jetzt mal keine guten Entscheidungen treffe, bekomme ich trotzdem mein Gehalt. Ja. So. Und das ist halt ein Luxus, den wir private Trader, was viele eigentlich vergessen, den wir private Trader eigentlich haben, dass wir entscheiden können, ob wir handeln oder nicht handeln. Die meisten, die knallen halt den ganzen Tag von früh bis abends durch, ja, und dann wird am Ende des Tages eigentlich mehr Geld zerschossen, als einem vielleicht auch manchmal lieb ist, ja. Genau. Von daher ist es für mich ganz wichtig zu überlegen, habe ich jetzt eine Struktur, in der ich handeln kann? Kenne ich irgendwo was, wo ich mir was rausziehen kann, einen Mehrwert, wo ich ein Setup sehe, wo ich eine Entwicklung sehe, die mir passt? Und wie gesagt, der Markt hängt hier zwischen Tür und Angel. Wenn wir gleich um 15:30 Uhr in 9 Minuten hier stark starten und der Markt geht hier in den Widerstandsbereich rein und hier oben raus, alles cool. Und die Schwierigkeit, die ich jetzt schon sehe für mich ist, was mache ich in dem roten Bereich? Weil in dem roten Bereich ist ja genauso auch die Gefahr gegeben, dass das Ding halt wieder runterfällt. Und wo ist da mein Stop? Und also wenn das Szenario nach oben kommt, wird es für mich schon extrem schwer. Weil ich muss zwingend davon ausgehen, wenn ich da nicht tief genug reinkomme, dass ich gegen den Widerstand handle oder darauf setzen muss, dass der Widerstand gebrochen wird. Auf der Unterseite genau das Gleiche. Ja, wenn der Markt das nicht fortsetzt, dann habe ich halt mit den Shorten ein Problem. Ja, also ja, ich bin gespannt, ja, also was da heute geht oder nicht geht. Genau. Also das soweit mal zu meiner Vorbereitung. Wir bekommen heute um 16 Uhr noch Zahlen und genau. Was habe ich hier? Also das habe ich für mich dann hier so offen, das Ganze. Was ich empfehle, ist es, einen Analysechart zu haben und einen Tradingchart. Jetzt würde ich das Bild sogar vielleicht nee, so anpassen. Ja, so. Also was ich gerne noch mache, ist, dass man sich dann hier noch auch die. Nein, jetzt habe ich den Chart zugemacht. Den kann ich doch wiederholen, oder? Unter Datei, letzte Charts irgendwo. Ansicht. Nelson, kannst du mir da mal kurz helfen, wo man den Chart? Was gelöschte Charts öffnen, das Ah ja, Datei danke. Ja, zweiter Punkt. ich hab's gesehen, den Punkt. Ja, ist auch gut. Da hatte ich irgendwo mal den Haken auch mal draußen gehabt. Also was ich gerne mache, ist, ich habe gerne einen Chart offen. Am besten, am liebsten sogar eine andere MetaTrader-Plattform. Und dann zeichne ich mir halt auch gerne die Punkte halt ein. Also das heißt, also ich gehe davon aus, dass der Markt hier runterfällt. Dann sehen wir hier vielleicht die Reaktion auf der Oberseite. Auf der Oberseite halt gucken, das ist im Widerstandsbereich. Gehe ich da von Short aus oder handle ich dann später hier durch? Das heißt, ich möchte eigentlich vorher meine Zonen haben, wo ich halt aktiv werde. Und es ist halt so, dass ich dann, wenn ich dann trade, dass ich dann halt dort erst in den Chart reingucke, also in den linken Chart, ja, und dann in den Handelschart halt reingehe. Ja. Genau. Und hier in dem Chart, wo ich halt analysiere, trade ich gar nicht. Ja. Was halt bei vielen passiert oder bei einigen passiert ist, dass sie sich immer die haben jetzt hier nur den Chart hier offen, haben dann auch einen Stundenchart mit dabei, alles cool. Ja, und dann traden sie aber sehr, sehr, sehr schnell und reagieren hier auf jede Kleinigkeit im Verlauf hier und werden dann sehr hektisch. Ja. Wer das halt feststellt, dass er dort vielleicht einen Mangel halt hat, der sollte sich vielleicht als Tipp so einen Analysechart hernehmen, indem er halt seine Analyse macht und wirklich halt für sich dann sagt, okay, das ist jetzt, wir sind gerade am Tageshoch von gestern, das ist ein Bereich, der gekauft werden kann und hier steht ja auch jemand, ihr seht das hier mit 500 Kontrakten, dahinter ist das Volumen vom großen S&P 500,
Ich selber handle nur den Mikro. Das seht ihr hier oben, MESM. Der Mikro ist ein Zehntel von dem, was der Große halt ist, ne? Also 10 Kontrakte im Microsoft Mini Future ergeben dann einen großen Kontrakt. Genau. So, dass man halt dann für sich sagt, okay, das ist ein Level, an dem ich handeln möchte, und dann kann man ja auch da dann traden, ja. Aber so verhindert man eventuell, dass man ja jetzt nicht planlos irgendwo rein und raus hüpft, ja, und dauernd dem Markt am Ende schlussendlich hinterher springt. Ja. Gut, noch schnell zu den Einstellungen. Also ich trade hier von der Strategie her, vom Trading her im Single-Net-Modus. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, im Future-Modus zu handeln. Im Single-Net-Modus handle ich deswegen, damit ich einfach jeden einzelnen Kontrakt, wenn ich mit mehreren Kontrakten handle, habe ich den Vorteil, dass ich jedem einzelnen Kontrakt auch einen einzelnen Stop-Loss und einen einzelnen Take-Profit geben kann, um halt einfach da drinnen zu handeln. Ja, und das gefällt mir hier ein bisschen besser im Future. Normalerweise, das funktioniert leider so nicht, weil wir hier im Stereo Trader beim Future den Hedge-Modus haben als dahinterliegender Modus. Wenn der Modus nicht mehr wäre, dann würde ich auch wiederum auf den Stereo Future-Modus gehen, in den ihr wahrscheinlich 90% aller Stereo Trader handeln, nehme ich jetzt mal an. Also zumindest würde mir jetzt kein Grund einfallen, warum man den Future-Modus nicht anhaben sollte. Ja. Das ist eigentlich ja der einfachste. Nur leider im Future, ja, ist der Future-Modus nicht hilfreich, da die Verrechnung halt nicht passt. Ne? Aber da schauen wir mal auch, wie da die Entwicklung weitergeht. Genau, deswegen gehe ich dort im Single-Net-Modus und ja, im Mikro handle ich so zwischen 1 bis 5 Kontrakte. Und genau, und dann habe ich hier dann noch das mit, stelle ich hier auch noch aus. Also wenn ich keine Limit-Pullback haben möchte, also zum Beispiel, wenn ich hier sehr genau limitiert traden möchte und ich möchte auch auf dem Limit bedient werden, dann bitte das mit ausmachen. Das Market If Touch ist das. Damit einfach ihr ohne Limit Pullback halt handelt. Wenn ihr einen Trade habt und ihr sagt, ihr wollt jetzt mit Limit Pullback arbeiten, dann lasst es halt an. Ja, aber ich möchte dann zum Beispiel, wenn ich jetzt hier im Future traden würde, also oder trade dann zum Beispiel dann sagen, ich möchte halt hier genau hier an der Stelle möchte ich halt long gehen, ja. So, und ein Tick über diesem Level. So, und wenn der Markt das halt anhandelt, dann bekomme ich dann halt entsprechend mein Fill. Genau. Und habe dann halt ohne Spread halt gehandelt. Gut, jetzt haben wir noch 2 Minuten bis zur Eröffnung. Ich denke mal auch die Order, mal sehen, ob die dann zur Eröffnung wahrscheinlich gleich fällt. Ja, und was halt das Schöne ist, ihr könnt dann auch, wenn ihr den Hedge-Modus halt anhabt, könnt ihr auch da entsprechend direkt auch eure Position direkt hedgen. Ne? Das ist auch möglich. Da vielleicht so ein kleiner Hinweis noch. Auch jemand, der auch mit Futures sehr erfolgreich tradet. Das ist hier auf meiner Seite skype-trading.de. Wer da mal oben auf den Live-Trading-Room geht, da handelt auch der Thomas und der handelt auch im Echtgeld, kommentiert sein Trading und setzt jeden Monat seinen Account auf 6.000 Euro zurück. Und ab und zu hedgt er auch eine Position und das lässt sich hier bei FX Flat im Future-Handel sehr gut machen. Er handelt nur im FDAX oder im FDAX Mini und im FDAX Mini so 1 bis 3 Kontrakte meistens. Ja, das heißt, die Margin liegt bei 800 oder 870 Euro, glaube ich, pro Kontrakt. Also heißt, bei 3 Kontrakten mal 870 habt ihr eine Margin von 2.600 Euro. Also, und den Monat auch wieder sieht es aktuell sehr gut aus. Ja, ein, zwei kleine Verlusttage und aus 6.000 Euro Startkapital wieder ein Gewinn von 6.400 aktuell. Mal gucken, ob er das hier toppen kann, die 8.000 Euro. Genau, also das ist vielleicht auch noch eine Idee. Und da könnte man, er muss zum Beispiel das in 2 unterschiedlichen Konten hedgen, wenn er das macht. Und hier kann er das Ganze halt sozusagen, dann kann man das hier im Stereo Trader in einen Account halt machen. Ne? Genau. Vielleicht an der Stelle noch der kleine Hinweis, wenn ihr überlegt, ja, über FX Flat auch mal in diesen Future Handel reinzuschnuppern, dann gibt es hier ein kleines Bonbon. Wenn ihr auf FX Flat geht, dann habt ihr hier die Möglichkeit auch, wenn ihr ein Konto aufmacht, entsprechend mit mir auch eine kostenfreie Coaching-Session zu machen und könnt dann hier entsprechend diesen Bonus dann nutzen, ja, wenn ihr hier über die Seite ein Konto aufmacht.
Gut, wir schauen uns mal die Handelseröffnung an. Also wie gesagt, die ersten 5 Minuten handle ich nie. Ist nicht meins. Wir holen uns mal jetzt hier noch so ein bisschen die Dings her. Ich mache mal hier noch ein Level rein, falls es doch nach unten geht. Ne? Also falls wir jetzt doch nicht so eine gute Reaktion hier sehen an diesem Level. Jetzt habe ich auch das Problem, Tatsache, dass ich manchmal kriege ich die Zahlen, den ist nicht mehr gegriffen. Ne? Hier unten das Level noch. Diesen Preisbereich, den will ich noch haben. Der passt auch sehr gut mit den lokalen Hoch hier davor zusammen, die 3004. Ja. So, jetzt sind wir hier schon abgeprallt an der 3075. Mal gucken, wie weit es nach oben geht oder wie weit es runter geht. Wird dann interessant. Wir sind jetzt sozusagen alles immer unter grün ist halt auch gleichzeitig unter Tageshoch von gestern und damit auch die Chance, dass es halt weiter runter geht. Ne? So, daher haben wir das hier. So, jetzt hole ich mir hier noch mein Dings her. Wenn ihr Fragen habt zum Trading, sei es im Future, im DAO, S&P, whatever, dann stellt mir einfach Fragen. Wie gesagt, ich gucke da auch drauf und bereit, antworte da sehr gerne. Ja, also das könnt ihr ruhig machen. Also, so, wo ist jetzt hier mein ES da? So, wie habe ich denn noch mein entsprechendes. Genau. So. Genau, hier auf der linken Seite haben wir die Uhrzeit von 5 Minuten. Ja, 3 Minuten sind noch. Also das Tool, wo ich das Volume Profile oder hier den Footprint nutze, ist der Ninja Trader. Genau. Ja. Genau, wenn wir jetzt mal, ich habe das für euch vorbereitet gehabt noch, den DAO. Wir können ja mal hier in den DAO reingucken. Das ist jetzt der DAO Future, also der Mikro. Wobei, den brauchen wir jetzt nicht wirklich handeln. Da könnte man auch auf den CFD gehen. Der Vorteil halt nur ist, das könnte man jetzt nochmal gucken, wie jetzt der Unterschied wäre von der Margin her. Ja, aber wenn wir uns hier mal jetzt die Markttiefe angucken, hier 5 Kontrakte, 12, das sieht aus wie im FDAX, ja, versus 100 Kontrakte. Ja, und ja, da ist das eine ganz andere Nummer. Und deswegen, also wie gesagt, das Volumen, was hier dahinter ist, auch vom großen DAO Future. Und deswegen, ja, das ist mir nichts. Ja, also das mag ich da nicht handeln wollen. Ja, und dass der DAO mir da auch in der Ecke zu schnell halt einfach. Ja. So, also ersten 5 Minuten sehen wir hier Gewinnmitnahmen im Markt, also doch deutlicher nach unten. Damit setzt sich der Trend halt abwärts fort. Und jetzt gucken wir mal, was wir hier für eine Struktur hier finden im Markt, ob wir da was finden. Genau. Ja. Wie gesagt, wenn es nicht gibt, gibt es nichts. Ne? Jetzt haben wir hier schon relativ viel abgefrühstückt nach unten, also relativ lange Kehrzeit nach unten. Wie gesagt, und ja, hier kommen wir so ein bisschen die gestrichelte, gepunktete Linie hier, das Value Area Low. Das wäre, in den USA hat man dann doch noch ein bisschen mehr Volume Profile Trader, die auch da auf sowas mal gucken. Also da könnte es vielleicht noch mal eine Reaktion geben. Ja, schauen wir mal. Genau, wenn wir uns nochmal, genau, Frage war nochmal gerade zum DAO. Also im DAO, wenn wir uns das hier angucken, natürlich im DAO, das Schöne ist, dann hier in Dirk sein neues Tool nutzen, ja, den Traders Club. Und hier sehen wir jetzt auch, stehen jetzt hier auch an den frühen Tiefs jetzt dran. Also haben jetzt einmal die 100 Punkte, also von 25,4 zur 25,3 sind wir jetzt hier nach unten gelaufen. Ja. Ja. Mal sehen, was die aus dem Anstieg, ja, der vorbörsliche Anstieg hier, ja, es waren ja auch im DAO wieder 300 Punkte. Ja. Was macht man mit 300 Punkte Anstieg vorbörslich? Ach Quatsch, nee, es sind ja noch mehr. Das ist ja der 1-Minuten-Chart, müssen wir nochmal gucken. Sehr ja viel mehr. Geht ja hier, geht es ja los in der Nacht, ist ja hier. Da ist die Nacht. Ja. Also 100, 200, 300, 400 Punkte Anstieg. Genau. So, gut, am Value Area Low erstmal so minimale Reaktion, aber das hat noch nichts zu heißen. Ich bin mir noch nicht sicher, wohin die Reise hingeht.
Und deswegen warte ich da jetzt erstmal nochmal ab und was der Markt uns da sagen möchte. Kann ich hier so lange das Bild hier nochmal ein bisschen größer machen. Im DAU wäre der einzige Trade, den ich jetzt hier hätte, wäre ein Trade als Abpraller einer runden Marke. Also das wäre jetzt für mich schon durchaus mal noch ein Trade. Die Amis stehen ja auf runde Marken wie die Sau. Also vor allem im DAU, also die 25.300 damals zu klicken, vielleicht nicht mit einer vollen Position, aber mit einer kleinen Position, das kann man sicherlich schon mal machen. Aber das wäre jetzt auch der einzige Grund, der mir jetzt eingefallen wäre, hier einen Long zu klicken. Ja. Ja, wir gucken mal, wie weit es das runterzieht. Also hier ist doch schon recht gut Druck drin. Ja, wir sehen hier, wie konstant der Markt nach unten klickt. Da gibt es halt nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich gehe davon aus, dass die Order jetzt nochmal 10 Minuten nach unten durchseppelt. Ja, also wir haben hier auf alle Fälle einen Verkäufer im Markt drinne. Und also ich gehe davon aus, dass der Markt jetzt hier weiter durchseppelt auf der Unterseite bis zur 3004 oder vielleicht sogar bis zur 3000er Marke. Ja, und wenn das passiert, da komme ich halt schlecht rein. Ich könnte hier vielleicht über den Orderflow nochmal was hinbekommen, wenn man jetzt hier raus nochmal eine Info zieht. Also sollte der Markt nicht über die 3011 jetzt drüber gehen oder über die 3012,25, dann könnte es direkt jetzt den nächsten Step auf der Unterseite geben. Aber das ist halt nach so einer Bewegung jetzt da unten noch in den Short einzusteigen, ist mir einfach zu tricky, weil der Stop ist mir hier zu weit. Wie gesagt, ein Punkt sind immer $5 hier pro Kontrakt. Ne? Also das heißt, von 10 oder jetzt sind wir gefallen hier in der Eröffnung von 20 bis zur 10. Ne? Sind das hier $50 mit einem Kontrakt, mit 2, 100 mit 3. Die Margin hier, sei gesagt, ist 120, sind $120. Wenn ich das gleiche, ich muss mal kurz nachgucken, würde ich das gleiche jetzt im CFD handeln, dann müsste ich jetzt hier 700 € dafür berappen. Ja. Also jetzt haben wir es hier angehandelt bis zur 12,25. Das haben wir erstmal hingekriegt. Ja, und im DAU ist es halt so, wenn ich jetzt im DAU das handle, da habe ich 1200 € gerade Margin für einen großen Kontrakt oder 120 € für einen kleinen Kontrakt und mit der gleichen CFD-Anzahl, da brauche ich dann schon 5800 € auf dem Konto für die gleiche CFD-Anzahl. Das heißt, wie gesagt, wer halt auf Hebel steht und die Hebelbeschränkung als Retail-Trader halt aushebeln möchte, Wortspiel, der kann natürlich auch überlegen, halt in den Future zu gehen. Klar, man hat dann Kosten, aber so könnte man die Hebelbeschränkung halt umgehen. Er hat den Hebel von 1 zu 20, den man da im Index ja hat. Aber Vorsicht, ja, gilt immer für beide Richtungen. Also für einen, der nicht profitabel ist, der sollte auch nicht so einen hohen Hebel nutzen. Ja, sollte eher die Schulbank drücken und sich dann gucken, dass das Trading profitabel wird. Und dann kann man ja auch das dann irgendwann mal diesen hohen Hebel in Anspruch nehmen. Also der hohe Hebel für mich hat einfach nur den Vorteil, dass ich halt weniger Geld auf dem Account liegen lassen, also auf dem Account habe. Das ist der einzige Vorteil für mich. Ja. Ja, weil am Ende bestimme ich mein Risiko so oder so. Ja, und aber ich finde hier, ihr seht das hier, das geht zwar recht konstant nach unten, aber ich finde hier jetzt nicht wirklich, ich finde jetzt nicht wirklich einen Einstieg. Ne? Ich müsste jetzt hier reingehen und wie gesagt, so nach 15 Minuten oder nach 10 Minuten kann der Impuls auch vorbei sein. Ja, also ich glaube schon, dass es hier konstant runterläuft Richtung 3004, aber ich weiß nicht, wie ich das Ding managen soll. Ja, und klar, ich kann jetzt hier reingehen, meinen Stop hier drüber setzen. Es sind 5 Punkte, es sind 25 €. Das wäre jetzt ein gequälter Trade. Ja, also ein Trade aller, ich muss jetzt hier für so ein Webinar halt unbedingt einen Trade machen, eine Handhabe. Also es wäre jetzt kein Trade, den ich mit Überzeugung mache, den ich halt machen kann. So ein Trade würde ich vielleicht eingehen. Das sind so eine Trades, die ich dann eingehe, eher wenn ich schon für den Tag gesehen gut vorne liege. Ja, dann gehe ich diese Trades halt ein. Aber da ich heute sozusagen jetzt in meinem Account, also für mich jetzt privat, noch nicht gehandelt habe heute, habe ich keinen Puffer, deswegen kann ich den Trade nicht eingehen. Und worauf ihr mal achten könnt, warum diese Order, ich weiß halt nicht, wie lange sie halt läuft, aber achtet mal hier, schaut euch mal jede
Ich mache mal hier vielleicht mal kurz das aus, aber schaut mal, jede 1-Minuten-Kerze, ja, tickert konstant nach unten. Und das kann sein, dass es irgendwann diesen Rutsch gibt und dann wäre dann das zu Ende. Also wir sehen halt kein, also jede Kerze schafft es, jede Kerze hat vom Schlusskurs aus gesehen ein fallendes Hoch. Ja. Also wir überschreiten hier zwar, ich halte mal kurz das Bild hier an. Wie gesagt, natürlich, wenn der Markt halt so wie jetzt gerade wieder weitergelaufen ist, dann hätte man hier schon mal wieder 10, 15, $20 verdienen können. Aber ja, also auch selbst hier, wo der Markt hier drüber geht, aber am Ende schafft er es überhaupt nicht drüber zu schließen. Das ist ein deutliches Anzeichen dafür oder die Konsolidierung jetzt hier innerhalb dieser 1 Minute. Das zeigt halt, dass da eine aktive Verkaufsorder seit Open drinne ist und den Markt halt konstant nach unten schickt. Die Sache ist halt die, wenn der Verkäufer halt aufhört, das heißt, er drückt oder der Algo ist durch, hat die Position abgearbeitet, dann sehen wir danach eine Kerze, die typischerweise, ich mache sie mal weiß, die dann typischerweise so aussieht. Upp, so. Und in der Kerze will ich nicht zu tief drinne hängen, wenn die kommt, weil halt hier die Shorts sozusagen dann fertig sind und dann kommt der Long Trader und da will ich einfach nicht drin hängen. Ja. Ob die kommt und wann die kommt, das weiß ich halt nicht. Aber ich habe, wie gesagt, aktuell keinen Vorteil da. Ne? Das ist halt so das Problem, ne? Weil ich halt nicht weiß, wie lange die Order jetzt geht, wie groß ist sie hier und ja. Und deswegen muss ich halt abwarten. Da ist die Frage, achtest du eher auf Seitwärtsfahrten oder auf Impulse? Da weiß ich jetzt nicht, was damit gemeint ist. Also am Ende achte ich halt hauptsächlich auf die Struktur des Marktes, ja. Also wie verhält sich der Markt und wo habe ich jetzt einen Vorteil? Ne? Ja, schön wäre es natürlich gewesen, wenn der Markt hier noch ein paar Ticks runtergelaufen wäre, zumindest hier eine Reaktion gezeigt hätte. Vielleicht will ich es auch zu genau. Also wir gucken jetzt mal, wenn der Markt das nochmal ein zweites Mal hier antestet, ob wir hier vielleicht auf diesem Level halt eine Trading Range bekommen. Also das heißt, dass das der Verlauf hier so wird. Also der Abwärts war ja schon mal ganz gut. In der Theorie schön, in der Praxis halt für mich nicht handelbar. Ja, also wie gesagt, Analyse ist Analyse, Trading ist Trading. Das heißt natürlich, was mir jetzt überhaupt nicht gefallen würde, wenn es jetzt hier am Stück nach oben geht. Ja, also das heißt, wenn wir jetzt hier diese V-Formation sehen und der Markt jetzt hier direkt von da unten hier aus direkt wieder nach oben geht. Also was ich jetzt gerne sehen würde, ja, klar, das ist mein Wunschgedanke wäre, dass der Markt von hier hoch nochmal runterkommt im 1-Minuten-Chart und ich dann hier vielleicht dann einen Range-Trade machen kann, hier unten. Na, das wäre so meine Idee. Gucken wir mal, ob der Markt das hier macht. Ob er da bei mir ist oder nicht. Gut. Okay, also jetzt haben wir erstmal die ersten Eindeckungen gesehen, das erste Mal gesehen, dass wir das Hoch einer 1-Minuten-Kerze rausgenommen haben. Man merkt aber auch, der Markt, der flattert. Ja, ihr merkt ja richtig, wenn ihr das seht, weiß jetzt nicht, ob das bei euch so gut rüberkommt, aber ihr seht ja, wie der Markt hier so flattert. Also da ist auf alle Fälle, ja, ist nicht so einfach, finde ich relativ tricky das Ganze. Ach so, was ich eher trade, seitwärts oder Korrekturen. Also, ich versuche auch da die Antwort. Ich versuche innerhalb der Struktur zu handeln. Ich handle schon auch gerne im Trend. Ja, also am liebsten aus der Korrektur heraus. Also ganz klassisch mag ich es natürlich halt, den Short Trade an dieser Stelle hier zu suchen nach so einem Rücksetzer. Ja, aber am Ende entscheidet das der Markt mit dem Ziel hier runter. Das mag ich schon. Ich handle aber auch, wenn es halt geht, auch gerne solche Fake-Ausbrüche. Das heißt, wenn der Markt hier kurz durchrast und wieder zurückkommt, dass ich dann hier die Longs versuche zu handeln. Also ich bin da jetzt nicht extrem festgelegt. Ja. Also hier wäre jetzt ein Einstieg im Trend auf der einen Seite im 1-Minuten-Chart. Ja. Im 5-Minuten-Chart möchte ich ja aber gerne den Long suchen. Ne? Er flottert. Er flattert. Der Dirk ist da. Der kann hier gleich mal, der kann hier übernehmen. Der ist da viel abgeklärter beim Live-Trading. So, natürlich, aber ich glaube, der Dirk hat doch hier unten gerade keine Chance. Mein Essen kommt gleich. Na gut.
Ich muss mal ja kurz gucken, im Dirk sein Tool. Da unten war doch irgendwo eine Linie, die habe ich doch heute schon gesehen. 5258, kann das sein? Habe ich, irgendwas habe ich mir doch da gemerkt. Na, muss ich, nachher handelt Heiko Behrendt Dirk seine Linie. Ich glaube, der flippt aus. Warte mal. Quatsch. Ja, die Nadel. War doch was. No Setups. War doch heute eine Linie. Ach nee, Quatsch, jetzt ist so. Ja. 5359. Ah, schade. Ich dachte, die wäre da gewesen. Aber gut. Habe ich mich getäuscht. Aber das ist ja das Schöne, man muss jetzt gar nicht mehr auf seiner Internetseite nachgucken, man kann jetzt hier einfach reingucken. Das fetzt natürlich schon. So, also wie gesagt, ich möchte ja eher die Long-Seite handeln, wenn ich das als Unterstützung hier sehe. Hier wäre jetzt ein Einstieg im Trend möglich gewesen auf der Short-Seite, den ich nicht handeln wollte. So, jetzt gucken wir mal, ob man hier auf der Seite hier, ob der Bereich bis 3004, wie der jetzt gehandelt wird. So, also ich warte jetzt hier im besten Falle den Dip auf der Unterseite ab. Wenn da eine Reaktion kommt nach oben, würde ich mich da einkaufen Richtung 3006. Ja, und schön wäre es, wenn es halt nicht allzu schnell, also wenn es runter geht und dann sofort wieder hoch. Oh, vom Candle-Chart ist das hier alles assi. Ja, da wollen wir es wieder genau machen, ja, Heiko. So, wir gucken jetzt mal nochmal der Dip hier runter in Richtung 3006 und dann da sollte er jetzt stehen bleiben beim nächsten Dipper. Dann wäre es okay. Und da geht er durch. Ah, dann. It's a hard fight. Also, so wie es aussieht, fallen wir hier wahrscheinlich jetzt gleich durch. Also, er kann mir jetzt nicht dagegen stellen. Also, ich hätte ja hier gerne den, die Range, aber ja, was ich hätte und was der Markt will, also. Uhr kommen noch Zahlen. Na, wie lange kriegt man es da unten hier? So, jetzt sind wir dran an der 04. Durchgerutscht. So, mal gucken, ob die Reaktion hier kommt. Reaction. Also, wenn es im S&P richtig gut läuft, ja, dann wird so ein Punkt hier angehandelt innerhalb von ein paar Sekunden und sofort gekauft. Das ist schon eigentlich viel zu lange von der Zeit her. Also normalerweise wird das angeditscht. Ja, das machen die Algos. Ganz schnell geht das klack, klack weg. Und das ist aber nicht das, was ich sehen wollte. Also ich habe mich jetzt vorbereitet auf den Dip durch die, also an die 3004, kurzer Durchstich und dann ab nach oben. Aber das ist, das habe ich hier. Also nachdem auch die Minute hier nicht das Hoch rausgenommen hatte, war das Ding dann am Ende schon durch. Jetzt für mich auf der Oberseite. Jetzt haben wir hier unten nochmal eine große Order, die wird im besten Falle aber auch direkt durchgenudelt. So, jetzt kommen hier die runden 3000 nochmal. Aber hier sieht man den Verkäufer jetzt so nochmal auf der rechten Seite, die hohen Kontraktzahlen, die da absorbiert werden. Wenn man da ganz schnell ist, da kann man sich sogar mal für einen Tick draufhängen. Für 50 Euro, wenn man den großen handelt. Für einen Fuffi sozusagen. Gucken wir mal jetzt, ob da das durchprescht. Jetzt gucken wir mal, ob der Verkäufer hier weiter hockt. Huckt. Naja.
Also man merkt, Gedankenwelt plus Verlauf passen nicht zusammen. Von daher bis jetzt ganz gut, dass ich keinen Trade gemacht habe. So, theoretisch, wenn die Kerze jetzt sogar drunter schließt, wäre das sogar hier oben sogar noch ein ganz aggressiver Short jetzt. Weil ich will den also tief, da hätte ich auch vorher mehr eine halbe Stunde vorher der machen können sollen. Ja, das Ding. Ach ja. Auf der 3,5 wäre der gewesen, der Short jetzt. Oh ja. 3,5 mit dem Ziel, dass der Markt jetzt dann tiefer geht. Also durch die 3000. Wenn wir jetzt darauf setzen, dass die Liquidität hier geholt würde, wird. Schauen wir mal. Könnten wir hier sogar einen Trade an die 99 noch machen. Das ist ein Punkt und 5 Euro. Ja, das bringt jetzt nichts. Ist eigentlich zu wenig von der. Also es muss halt drauf gehen. Die Sache ist die, wenn die 99 hier angehandelt werden, im Normalfall klickt das dann direkt durch und vielleicht einen Punkt tiefer auf die 98. Wenn der jetzt direkt anhandelt, das Level, dann habe ich das Problem, dass ich halt einfach, dass ich halt zu wenig Spielraum halt habe dort und dann ja am Ende nach Kosten nichts habe. So, jetzt mal dran, da klack durch. Ja. Und wenn es gut läuft, kommt er gar nicht mehr zurück und wird hier. Ja, gut, das wäre halt die gute Variante. Ja. Also, wenn die Variante so läuft wie jetzt, dann ist es die gute. Ja, dann kann man da drunter bleiben und dann wäre jetzt dann halt raus. Ne? Aber Markt ist ja jetzt nochmal 2 Punkte tiefer gefallen. Ja, also Short wäre gewesen auf der 3,5, 3305. Das wäre eine Short-Möglichkeit. Gut. Naja, wir warten mal, wie lange das Ding hier durchläuft. Wenn es fertig ist. Vielleicht sind sie ja 16 Uhr fertig. Also bis 16:30 Uhr habe ich auf alle Fälle Zeit. So, jetzt gucken wir mal, jetzt machen wir Folgendes, und zwar, jetzt merken wir uns hier mal die 99. Sollte die 99 jetzt verteidigt werden, also auch zum Ende der 5-Minuten-Kerze, also um 55, sollte die 99 verteidigt werden, was bis jetzt nicht der Fall ist, dann wäre es okay, und alles andere ist weiter Abverkauf. Also, ja, ist halt so eine, mit so einer Verkaufskerze habe ich jetzt nicht, also mit so einer Verkaufsorder habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja, also ich muss hier erstmal von der Unterstützung ausgehen, weil das passt eigentlich relativ gut ins Bild hier rein, ja, diese Unterstützung, und der Markt hat hier das erste Anzeichen gehabt, eine Gegenreaktion, die aber sehr schwach ausfiel. Wir haben eigentlich seit Eröffnung jetzt auch im 5-Minuten-Chart stetig fallende Hochs, also selbst jetzt diese Kerze hier wurde denn durchgehandelt, also die Reaktion hier, also ja, wir haben jetzt bei jeder Kerze hier, wenn man jetzt die Hochs hier einzeichnet, immer ein tieferes Hoch, ja, und jetzt sogar hier unten sogar richtig Strecke gemacht. Das heißt, die Verkäufer sind hier noch drin. Ich muss aber hier long denken, weil wenn das genauso läuft wie hier vorne, ja, und ich suche dann hier den Short Trade und der Markt geht danach dann halt konsequent hier nach oben, da habe ich ein Problem. So, und deswegen konzentriere ich mich erstmal hier auf den Long. Was ich dann aber normalerweise eigentlich mache, wenn der Markt halt so durchhandelt, Pullback, und dann, deswegen wäre hier der Short für mich mit dem ersten Kontrakt möglich gewesen, bis hoch an dieses Level. Ja, also Pullback und dann weg. Habe ich aber jetzt nicht gemacht. Und jetzt läuft das halt dann durch. Gut, also da war meine Annahme komplett verkehrt, und ja, der Markt macht, dreht am Ende genau die ganze Vorbörse auch, und das, was der DAX da alles nach oben hingestellt hatte, hier komplett mal um. Ja. Diese Amis sehen es halt mal anders, ne? Und das ist halt auch so eine Umstellung, die manchmal mir auch an manchen Tagen echt schwer fällt, weil der DAX steigt von 9 bis 15:30 Uhr, sage ich jetzt mal, konsequent nach oben an oder stabilisiert sich auf hohem Niveau, und die Amis, die nutzen das dann halt, um halt hier direkt rein zu verkaufen, ja?
Also zumindest heute sieht man es ja, dass sie das mal nutzen. Und das Interessante eigentlich hier im 1-Minuten-Chart ist, dass das der einzige Rücksetzer hier war. Ja, und wie gesagt, das war der Einstieg im Trend, der halt sehr aggressiv gewesen wäre an der 0,9, den ich aber jetzt nicht genommen habe, weil ich hier auf der 0,4 den Long gesucht habe oder gesucht hätte. Ja, und dann fällt der Markt hier durch und dann muss man sich ja entscheiden für eine Sache. Aber ist für mich okay. Ja. So, die 99, also die 2.999, die haben wir jetzt auch nicht gut verteidigt. Jetzt warten wir mal noch die Zahlen ab. Gut. Ja. Lieber Heiko, wieso denkst du an Long, wenn der Markt unter allen MAs ist? Prinzipiell, wenn der Markt in einem Trend ist, klar kann man an Short denken. Aber wenn er an eine Unterstützung kommt, also an der Unterstützung denke ich Long und am Widerstand denke ich Short. Das ist für mich Gesetz. Ja. Der Short, wie gesagt, wäre hier auf der 3.003,5 hier gewesen. Habe ich aber nicht gemacht. Ist eigentlich, das ist dann für mich der Short. Aber in der Unterstützung denke ich, das Problem, was vielleicht heute kann man sagen, Mensch, warum handelt der nicht Short? Ist doch total easy. Aber das Problem ist jetzt nicht, wenn es so easy ist und der Markt halt im Trend ist. Die Probleme entstehen ja bei den meisten Tradern, weil sie, und wie oft habe ich das gehabt, wir nehmen jetzt mal das Negativbeispiel. Ja. Wir gehen mal davon aus, der Markt befindet sich ja hier. Also ich will es nochmal, damit man ja sieht, wie gesagt, wir traden ja alle im Hier und Jetzt. So, wir machen mal, der Markt ist ja zu diesem Zeitpunkt, egal welche EMAs ich jetzt habe hier, läuft ja der Markt über den EMAs, egal wie, ja, also wie der eingestellt ist. Auf alle Fälle sind die EMAs oder wir sind über allen Moving Average drüber. Wenn ich hier genau diesen Long hier nehme, an der Stelle, drauf setze, dass der Trend halt weiterläuft, bekomme ich ja dann Probleme. Und wenn ich für mich da herausfinde, dass das für mich ein Widerstand ist, dann würde ich da trotz der MAs, ne, der Moving Average, keinen Long machen. Ganz ehrlich, ich habe jetzt auch völlig unterschätzt, dass wir heute so eine Verkaufsorder haben. Ne? Ja, und das ist halt einfach so. Ne? So, und wenn ich jetzt schon, wenn ich hier oben irgendwo Short bin, dann mag das ja alles okay sein. Aber ich gehe nicht in einem Unterstützungsbereich Short. Also ich gehe nicht hier Short, weil wenn der Markt genauso läuft wie davor, ja, dann habe ich ein Problem, weil wenn der Markt dann da hochgeht, ja, dann sieht es halt schlecht aus im Spechthaus, weil dann bin ich der Depp, der nämlich der Einzige oder wie auch viele andere, die auf den Durchbruch handeln, dann kommt er nicht und dann habe ich ein Problem, weil wo ist mein Stop und dann werde ich garantiert ausgestoppt. Also wenn ich diesen Trade hier hätte machen wollen für mich, also meine persönliche Meinung dazu ist, dann muss ich hier oben den Short halt nehmen, also bei der 3015. Damit, wenn der Markt oder hier unten 3011 oder was auch immer, damit ich zumindest die Chance habe, wenn der Markt nach oben kommt, dass ich da mit ohne Verlust rauskomme. Und je näher ich an diesen grünen Bereich hier gekommen bin, desto mehr muss ich halt die Longbrille aufsetzen. Und in der Mehrzahl der Fälle bleibt die Range in Range. Ich habe gestern mich mit einem Trader unterhalten, wer sich vielleicht an den gestrigen Tag erinnert. Der weiß ja, dass er gestern, der fast der ganze Tag der DAX ja in der Range war. Und auch da sind wir über und unter gewissen Moving Average die ganze Zeit, immer an den Range-Marken, ja, sind wir da entsprechend dran. Und deswegen ist es so, dass die meisten dann immer die Breakouts traden oder Breakouts traden wollen oder den Bruch einer Unterstützung handeln wollen. Und dann, wenn es dann schief geht, ist das Risiko immer gegen einen. Ne? Klar, wenn es durchgeht, ist alles cool. Ja, hab ich kein, aber ich habe ja gar keinen Trade. Also von daher ist ja auch alles cool. Das Einzige, was ich nicht habe, ist ein Gewinn. Ja, also das ist auch, dass immer jeder verbindet immer so einen Verlauf damit, dass er jetzt die Gewinne verpasst hat. Aber ich meine, am Ende, wenn ich auf Long gucke und der Markt fällt, dann ist doch alles cool. Ja, so, das Einzige, was ich jetzt nicht habe, ist jetzt Geld verdient, weil ich halt nur nicht kein Short Trade gemacht habe. Aber das geht mir ja in dem Falle. Ja, ist mir eigentlich egal, weil es ja nicht mein Setup ist. Ärgern müsste ich mich, wenn ich wirklich jetzt die ganze Zeit auf dem Short gelauert habe und ich habe jetzt keinen genommen, ja, und der Markt bringt mir vielleicht gar kein Entry.
dann könnte ich hergehen und sagen, ah, fuck, das ärgert mich jetzt schon, ja, weil der Markt mir keine Chance gegeben hat für einen Einstieg. Ne? So, das ist halt meine Argumentation dazu. Und auch hier unten, wenn wir an das Tagestief rankommen, auch da gucke ich hier unten nach Long. Ja, so entweder ich handle in diesen Unterstützungsbereich Short rein und wenn ich es halt nicht kann, weil ich keinen Short mehr bekomme und weil mir die Gefahr, dass der Markt so hoch geht, einfach zu hoch ist, ja, dann lasse ich es halt bleiben. Ja, und jetzt habe ich nun eine halbe Stunde nicht auf, jetzt haben wir die Zahlen gerade bekommen. Jetzt habe ich hier eine halbe Stunde schon keinen Short gehandelt, dann handle ich nach so einer Strecke sowieso keinen Short mehr. Ne? Ja. Also, das ist halt am Ende, wie gesagt, wir haben ja eine Verkaufsorder im Markt und die läuft halt durch. Typischerweise ist er eigentlich jetzt zur vollen Stunde zu Ende. Gucken wir mal, oder ob sie jetzt weitergeht. Ne? Ja, und da geht es halt ordentlich zur Sache. Ne? Hier unten ja, wird wieder gehalten. Na, das reicht dann immer nur kurz. Ne? Ja, da drückt halt jemand ordentlich das Knöpfchen. Genau. Also der Verkäufer, der ist ja weiterhin aktiv. Ne? Ja, und man hat ihn jetzt wieder hier gesehen, da wird das Level gehalten. Aktiv, passiv getradet und dann nächster Step. Ja, schauen wir mal, wie lange das noch geht. Ja. So. Wieso werden die Buy-Orders so herbe durchgereicht? Da waren doch große Kontrakte drin. Ja, die Groß ist halt immer auch da, auch wie überall, natürlich relativ. Ne? Also wenn auf der anderen Seite jemand steht, der 50.000, 100.000 Kontrakte geben möchte oder muss oder was auch immer, warum er das macht. Ja? Und dagegen stehen halt immer nur paar tausend Kontrakte, dann ist halt groß nicht groß genug. Oh, das ist ja eine schöne Entschuldigung. Sorry für die Verspätung wegen einem wichtigen Telefonat. Ich hoffe, das Telefonat war gut. Aber vielen Dank für den Hinweis und ja, freut mich. So, also den Short habe ich ganz einfach verpennt. Das ist so. Brauchen wir jetzt auch nicht drum rum tun. Jetzt haben wir das neue Stunde, die Stundenkerze. Wir klicken sie mal kurz an. Sieht jetzt auch alles andere als für mich nun gut aus. Also da bin ich jetzt nicht drauf gekommen, dass der Markt hier raus am Ende es halt nicht schafft, sozusagen auch in den Widerstandsbereich zu laufen, sondern halt von hier aus dann jetzt hier direkt einmal durchgereicht hat und auch die Unterstützungsniveaus dann hier kaputt gemacht hat. Ja. Ja, jetzt haben wir hier unten also die entsprechenden Kerzen hier noch abgehandelt. Jetzt muss ich gucken. Fehlen mir auch gerade die Ideen dazu, jetzt hier einen Trade zu machen. Aber mal sehen, wir haben ja noch ein paar Minuten. Genau. Ja. So. Also prinzipiell kommen wir ja, wenn wir jetzt hier EMAs reinlegen, in diese Aufwärtsbewegung, ja, dann kommen wir ja erstmal auch an überhaupt welche dran, ja, immer auch auf die Zeiteinheit bedingt so. Tja, was machen wir hier mit dem schönen Tag? Jetzt haben die, also wir stehen jetzt so fast am Close von gestern. Da ist gute Überlegung. Also am Ende kann man sagen, hat jemand genutzt die hohen Kurse, um endlich mal Kasse zu machen. Ja, und hat sich wahrscheinlich bedankt an die vorbörslichen Longs. Was hat denn der DAX eigentlich an der Stelle gemacht? Ist der auch nach unten gefallen? Ja, bestimmt war. Ach ja, so, jetzt gucken wir mal hier, ob wir wirklich mal ein bisschen Level haben. Wir haben jetzt das erste Mal, dass ein Level verteidigt wird. Jawohl. So, jetzt schauen wir mal. Verteidigung des Levels. Erste mögliche aggressive Long-Chance. Also habt ihr das gerade gesehen? Die 390 beim zweiten Mal anlaufen, das erste Mal verteidigt. Das heißt, sollte jetzt nach oben was gehen, könnten wir hier einen kleinen Long-Push auf der Oberseite bekommen. Erster Push durch die 96 wäre ideal. Schauen wir mal. Also, wir haben einmal jetzt die 91 stehen lassen und jetzt gucken wir mal hier, ob die 93 verteidigt werden. Das wird jetzt so ein bisschen, ja, das werden, schaffen wir es, die 93 zu verteidigen. 93 bis 89. Jetzt gucken wir mal. So.
So, ich habe mal einen Kontrakt jetzt long drin. Wir haben hier unten 400 Kontrakte. Der Markt pusht so leicht nach oben. Wir achten jetzt hier als erstes drauf auf die 96. Wie gesagt, ein Kontrakt ist Minimum. Eigentlich handle ich normalerweise immer drei, aber ich bin jetzt aktuell, ist mein erster Trade heute hier. Deswegen mal gucken. Also auf drei aufstocken würde ich jetzt nur tiefer. Also wir brauchen den Push durch diese 96. Dann ist alles cool. Ja. Und wenn das pusht, dann geht der Stop auf BE und dann nach mir die Sinnflut. Also der muss jetzt hier so ein bisschen Powerplay. Seht ihr jetzt da drüber hier? Die 96. Aber gut war hier aus dem Flow die 93,25 gut verteidigt. Und jetzt push it, Baby. Oh, hier 1800 Kontrakte. Das ist der Push. Da zeigt jemand, Jungs, ich bin da. Also ich mache es jetzt mal so. Ich habe leider nur einen Kontrakt, nicht drei. Na, ist doch nice. So. Ja. Also klar, es geht jetzt hier um 15 Euro. Das ist jetzt mal auch kein Highlight hier. Aber es geht ja um die Herleitung des Trades. Aber habt ihr gesehen, der Junge hat sich gerade schön gezeigt, hat gesagt, juhu, 1800 Kontrakte, wenn ihr die haben wollt, na, ich bin da, ich stehe parat. Jetzt gucken wir mal hier, wichtig wäre jetzt das Level, die 98 hier jetzt zu knacken. Ah ja, schöner Orderflow-Trade jetzt am Ende dann doch geworden. Ja, wenn ich Glück habe, pusht er bis zur 300. Ja, das Problem ist ja, ich hab leider nur einen Kontrakt, ich kann nur entscheiden, 0 oder 1. Das heißt, im Normalfall würde ich jetzt hier einen rausstellen an der 98. Aber wenn der das verteidigt, jetzt hier die 98, dann nochmal einen Push auf der Oberseite. Also wenn der Käufer jetzt hält, das wäre cool. Jetzt sind die 1100 hier auf der 95. Also hoffen wir mal, dass jeder Angst hat vor demjenigen und das ein bisschen nach oben schrubbt. Das ist jetzt natürlich, ich will, das Problem ist, ich weiß, dass er auch nochmal runterkommen kann. Cool wäre, wenn wir jetzt die 98 erhalten. Also schöner Orderflow-Trade. Wenn jetzt die 1 Minuten Tiefs halten, wäre es cool. Was machen wir denn hier? Also wie gesagt, wenn ich drei hätte, wäre jetzt auf der 98 definitiv mal einer raus. Dann habe ich mehr Spielraum, dann kann ich den Rest BE setzen und hätte trotzdem 20 Euro verdient oder 15 Euro oder was auch immer. Denn, ja. Jetzt muss ich halt überlegen, ja, es wird entweder jetzt plus minus null Trade, sei jetzt mal nach Kosten. Ja. Also das ist halt immer dann das Ärgernis, wenn man nur einen Kontrakt drin hat, normalerweise wie gesagt drei. Ich habe bei einem Kontrakt halt keine Option. Ja. Hält der das Level, ist es gut. Wenn er es halt nicht hält, das Level, und der rutscht jetzt hier nochmal kurz runter, dann werde ich halt ausgestoppt. Aber ich mu muss mich dann ausstoppen lassen, weil, wie gesagt, was mir jetzt ein bisschen schon, man merkt hier trotzdem noch die Aggressivität der Verkäufer. Ja. Also hat ja jemand die 98 auch hart verkauft, ne, und versucht jetzt hier runterzukommen. So, jetzt weiß ich nicht, wo der Junge halt ist. Das heißt, wir werden jetzt hier gleich ausgestoppt. Gut, dann ist es so. Ja, ist immer ausgestoppt. Jetzt hoffe ich nur, dass die Kerze jetzt nicht am Ende der Minute oben schließt. Das wäre jetzt für mich denn schon nicht schön. Ja. Wehe, du schließt oben. Nein, nein. So. Ja. Man kann auch die Minute halt abwarten, wenn die Kerze wirklich oben schließt, dann wäre der Stopp jetzt erst zu verschieben. Ah, fuck. Wer? Aber es geht halt, für mich ist es eigentlich egal, ob da jetzt ein Kontrakt oder drei steht oder 10. Für mich geht es halt auch immer im Wesentlichen jetzt auch für so ein Webinar um die Herleitung des Trades. Also, wenn ich jetzt noch drinne wäre, wäre mein Stop jetzt unter dem Tief dieser 1-Minuten-Kerze. Also, was mir so ein bisschen fehlt, ist so ein bisschen das Powerplay, dass wir hier dieses Hoch dieser 5-Minuten-Kerze nicht direkt, also dass wir keinen Close über diesem Hoch hier gesehen haben. Das gefällt mir jetzt nicht. In der fiesen Variante kommt er nochmal zurück auf die 93 und dann erst nochmal hoch. Aber das war jetzt eine Herleitung. Also Herleitung ist ja der Order Flow. Ja, das ist die Herleitung. So. Das geht irgendwie auch nicht mehr. Das konnte man. So. Kann man sich. Also das ist ja. Ist das neu oder? Ja, Handels History Anzeigen. So. Da ist er, der Trade. Bis jetzt halt doof, aber
vom Entry her gut getroffen. Alright, also das ist halt mal klar. Orderflow lesen ist halt nochmal eine ganz andere Kategorie. Ja, also aus dem Candle-Chart hätte ich jetzt hier vielleicht nicht unbedingt den Trade bekommen. Aber es sieht ganz gut aus. Also wir haben jetzt, also wenn es jetzt mit der neuen 5-Minuten-Kerze durchpusht, dann sollte es über die 3025 gehen. Und Next Target 3350, da wo nochmal ein Short Trade möglich gewesen wäre. Also das sind jetzt hier die nächsten Levels auf der Oberseite. Aber wie gesagt, manchmal ist auch Geduld ganz gut. Wie gesagt, ich zeichne sie schon mal hier ein. Also das wären jetzt hier die nächsten Preisbereiche da hoch. Ja. Wenn wir das knacken. Wichtig ist ein Close oberhalb der 98,75, dann kann man sagen, der Verkäufer ist durch. Natürlich jetzt ein bisschen schade, der Verkäufer hat jetzt hier eine Stunde gedrückt, also verkauft, ist jetzt erstmal durch. Wir sehen jetzt typischerweise die Erholung. Die Frage wird aber trotzdem sein, ist der durch, also ist er fertig? Oder kommt er halt nochmal? Und wenn er nochmal kommt, dann sollten wir weiterhin, also solltet ihr, wenn ihr wirklich Short handelt, halt weiter schauen, wo halt Short Levels sind. Und wo sind Short Levels? Das, was war früher Unterstützung war, wäre dann neu Short. Würde bedeuten, in unserem Tradingplan, wie gesagt, hat er jetzt hier unten das Level halt nicht erreicht, wäre in unserem Tradingplan, dass der Markt sozusagen, ich verschiebe das hier mal ein bisschen, damit das ein bisschen besser passt. Also Bewegung. So, Korrektur. Bis da hoch, bis an die 4 ran und dann wäre das das Short Level. Ja, das heißt, Unterstützung würde neu zu Widerstand werden. Also hier dieser Bereich, da wäre Widerstandsbereich und da müsste dann halt runtergehen. Ja, so, gut, jetzt kommen die ersten hier raus. Also am Ende auch noch doof gehandelt, ne, wie ihr seht. Also BE wäre noch das Einzige gewesen. Naja. Aber gut. Herleitung war jetzt mal, die Herleitung war zumindest jetzt mal für mich nicht verkehrt und hat sich recht gut bewahrheitet. Ja, so. Right. So. Also da haben wir es auf alle Fälle erstmal. Jetzt muss ich mal kurz zu meinen anderen. Ah, das wäre natürlich noch ein bisschen besser gewesen. 96 als Stop-Loss. Ich habe gerade in meiner anderen 96, das hätte man auch nicht, doch die 96 hätte ich überlebt. Naja, egal. Egal ist 88. So. Gut, also Pullback auf die 98 runter. Und wenn es gut läuft, geht es von der 98 direkt weiter nach oben. Sollte jetzt dann nicht mehr unter die 97 fallen. So, man merkt aber immer noch die Levels, also 98,50 verteidigt. Come on. Ich bin echt eine Memme gerade mit dem Klicken. Ne? Es ist halt, weil ich heute irgendwie noch nicht gehandelt habe. Ich bin nicht drin und normalerweise klicke ich den, ja. Also den hätte ich jetzt schon wieder eigentlich klicken müssen. Ja, es läuft eigentlich erst rein. So. Mit Ziel Ende der 5-Minuten-Kerze 16:15, dass es an die 3:250 läuft. Das eigentlich sieht eigentlich theoretisch, sage ich jetzt mal, sieht es ein Blinder mit Krückstock, ja. Also ich zumindest, also ich kann sagen, ich bin gerade der Blinde hier. Ah ja. Also sauber gemacht. Wie gesagt, klar, ich weiß nie, ob der denn auch durchläuft, aber bis jetzt hat der Markt sie wieder sauber gemacht. Wenn die Minute hier oben schließt, dann sollte es an die 3,2 gehen, wie gesagt, das sind jetzt alles Levels, die er dann abarbeiten darf, dann hier oben, wo man dann wieder in den Widerstandsbereich reinkommt, ne? Dieser Bereich zwischen 4 bis hier zu der 5 da hoch. Naja, gut. Also mein Fehler gerade, den hätte man hier nehmen können, mit 3, also, ja, wenn man es eigentlich normal, also wie es normal handelt, 3 Kontrakte, dann bin ich hier mit 2 drinne, stelle einen glatt mit plus 1, 2 Punkten oder ein Punkt hier. Was ist das hier? 2 Punkte glatt. Ja, und den Rest gucken wir mal, was geht. Und das läppert sich dann halt über die Zeit. Ne? Ja, das habe ich jetzt dann nicht gut gehandelt. Ja, also der Markt hält am Ende diese Levels hier rechts in diesem Chart, also die Point of Controls, also die gelben Preisbereiche, deswegen habe ich gesagt, die. Ja, 98, 25, ja, da genau angetickt. Oder 50 hat er ja angetickt. 75 wäre das Level.
Jetzt gucken wir mal, ob er nochmal die 75 vielleicht antickt. Ja, wenn ich Pech habe, läuft er einfach durch. Gut. Ja. Aber das ist halt trotzdem einer der Punkte, warum man dann hier unten eher die Long-Seite macht. Und bis jetzt ist die Long, also die Long-Seite ist jetzt zu traden an der Stelle halt besser. Ja, die Short-Trader gehen raus, weil die nehmen jetzt ihre Gewinne mit und kaufen den Markt. Und ich würde halt sozusagen mit denen mitkaufen in dem Falle. Und vielleicht auch einer, der ein oder andere Trader, der sagt, das ist eine Unterstützung. Wenn die diesmal hält, dann kaufe ich die nahe dem Tagestief. Ja. Und je höher es jetzt geht, desto schwieriger wird es wieder, weil keiner von uns jetzt so weiß, läuft der Markt jetzt hier in der V-Formation hier nach oben durch. Ja, wenn ich jetzt drei Kontrakte drin habe, dann habe ich ja Optionen, dann kann der von mir aus, dann setze ich meinen Rest BE, also Break Even, und dann darf er halt hier durchlaufen. So, das heißt, wenn ich dann hier oben schon rausskaliert habe, bis an die vier auf einen Kontrakt, ne, dann lasse ich halt den Rest dann entsprechend hier einfach durchlaufen, und vielleicht habe ich auch das Glück und erwische halt eine V-Formation. Weiß man ja alles nicht, ja. Und dann kann ich halt gucken, ob dann einfach ich über das Management in die Hände des Daytraders lege, und der macht es dann für mich, ja. Genau. Und wenn es halt gut läuft und die halt noch nicht drin sind, oder wie ich, der jetzt noch nicht drin bin, muss halt überlegen, ist das hier oben jetzt, wird dieser Unterstützungsbereich, wartet, also wird dieser Unterstützungsbereich, der hier, ah, der ja durchbrochen wird, neu, ah, müssen wir hier neu zeichnen, zu einem Widerstandsbereich. So. Und das wäre dann die Aufgabe dessen, wie man dann überlegen muss. Ne? So. Genau. So, und die jetzt auch nach EMAs traden, pipapo, ne, die werden jetzt hier im Rücksetzer halt alle ausgestoppt. Was man jetzt auch mal machen kann, auf alle Fälle bei dem Ding hier mal das Hypo anlegen. Das macht auf alle Fälle durchaus Sinn. Das wird es jetzt hier anlegen, an das hoch da. Naja, würde ja passen. Also diesen Preisbereich hier. Also wenn er den Preisbereich hier nicht nochmal wirklich überschreitet, also hier dieses Level hier, ich würde sogar noch ein bisschen runterziehen, so das hier. Wenn er da reinläuft und nicht höher kommt, dann könnte vielleicht nochmal der Verkäufer drauf hauen, sofern einer da ist. Schauen wir mal. Gut, also ich hoffe, ihr konntet so ein bisschen die Herleitung von dem letzten Trade verstehen. Vielleicht ganz interessant, vor allem für Leute, die so ein bisschen auch nach Orderflow gucken. Jetzt haben wir hier die 3,2 erreicht. Gute Reaktion an dem Level. Wie gesagt, wenn da die Verkäufer jetzt so draufhauen, wäre es ein sehr früher Einstieg, aber möglich. Also ich hätte jetzt, würde jetzt gerne sehen, dass der Markt jetzt hier trotzdem weiter steigen sollte, Richtung der 5 noch. Ja, gut. Ja, von der Vola ist es mir ein bisschen zu klein, um da jetzt hier da drinnen zu handeln. Ich muss halt immer darauf setzen, dass sich das halt fortsetzt. Ja? Also wenn ich jetzt hier so ein Entry nehme, wegen also ein Punkt durch die Kosten ist jetzt ein Punkt nicht ist halt zu wenig, ne? Weil die Kosten pro Trade dann zu hoch sind. Ja? Produziere ich halt nur Kosten. Eventuell Gewinn, aber muss ja nicht sein. Gut, naja, so, hier wird noch Fragen, liebe Leute. Minus machen ist schwer, danach kommt erst viel später der Verlust. Und du machst wieder alles perfekt, danke. Also, Level gut rausgefunden, die 3,250. Wäre trotzdem schön, wenn er das knacken könnte, das Level, um halt etwas höher zu gehen. Ja, das ist sozusagen hier der Fight gerade in der kleinen Kerze, recht hohes Volumen hier. Also der, naja, gut, jetzt hohes Volumen noch nicht. Ist ja noch nicht, hat ja noch ein bisschen Zeit, die Kerze. Eine Minute. Aber das ist ja so eine Kerze, wo eine Seite einsteigt, die andere aus. Hier geben sich Long und Shorts die Klinke in der Hand. Mal gucken, wer hier gleich als die nächste Attacke macht. So. Ja, Kaffee fast leer. Von daher habe ich wenig getradet. Aber wie gesagt, also den Short habe ich ganz klar verpennt. Ja. Das Problem ist halt einfach, ich wusste nicht, wo ich einsteigen sollte. Wer es vielleicht sich das Video später nochmal anschaut, der wird hören, dass ich hier sage, dass das hier ein möglicher Einstieg im Trend Short wäre. Aber es ist halt mega aggressiv, weil nach so einer langen Bewegung so ein kleiner Rücksetzer,
Da muss man sich sicher sein, dass wir wirklich eine ordentliche Verkaufsorder haben, weil sonst typischerweise sieht es nämlich so aus, der Markt fixt das hier an und dann geht er hier erstmal noch ein Stück höher und stoppt mich hier, egal wo ich jetzt hier mit dem Stop liege aus, weil ich lege ja meinen Stop nicht hier oben hin, bin ja nicht wahnsinnig. Ja. Und das wäre sozusagen das Einzige, wo man denn sagen könnte, wo man sagen könnte, dass man hier, dass das, wenn das so aufgeht, ist es okay. Und wenn es halt so nicht aufgeht, dann, ja, dann habe ich da halt ein Problem. Ja. Genau. Und von daher war die Verkaufsorder hier schon echt gut gehandelt. Wenn ich davon auch ausgehe, dass die Verkaufsorder wirklich durchgeht, aber nach 10 Minuten muss ich halt auch auf den Rücksetzer setzen und auch vielleicht, dass der Markt wirklich nur die ersten 10 Minuten. Ihr kennt das ja auch. Es gibt manchmal so Tage, da fällt der Markt 10 Minuten und danach geht es halt Vollgas nach oben. Ja. Und das habe ich halt auf alle Fälle verpennt heute. Ja. Naja, so, da kommt die Attacke an der 0,5, also an der 2,50. Also, das haben wir echt gut. Die Marke war am Ende echt Gold wert hier, da eine Entscheidung zu treffen. Ich habe jetzt ja keine getroffen. Aber für die Trendtrader ist das jetzt genau die Attacke. So. Wichtig jetzt durch die 98,75 nach unten weg. Dann wäre es okay. Unter der 96 wird es dann nochmal interessant, also unter dem Tief der 5-Minuten-Kerze, da wird es nochmal interessant. Wow. Ja, vielleicht auch mal eine andere Art des Handelns einfach, ja, für alle die sonst nur den Dauerhandel kennen. Ja, und wie gesagt, also so gewisse Levels, die doch recht genau manchmal gehandelt werden, finde ich da vielleicht ein bisschen besser. Wobei ich jetzt den Dow, wie gesagt, auch gerne handle. Wir können ja mal in den Dow reingucken, ob da er vielleicht ein gewisses Level gut gehalten hat. Gehen wir mal hier in den 1-Minuten-Chart. Aber ja, also da hätte er dann dieses Hoch hier schon überschritten. Aber vielleicht gucken wir mal im 5-Minuten-Chart, vielleicht sieht es da besser aus. Ja, na, da wäre für mich das Level die 0,8 gewesen. Ne? Das ist 10 Punkte zu früh dann abverkauft. Ja. Genau. Gut, also, ach, ja, wenn die Order so durchgeht, so ein Start wieder, da kann man sich dann doch schon ärgern. Also, das hier oben wäre der Einstieg im Trend gewesen, habe ich jetzt auch wiederum verpennt. Aber das war das gute Level. Also das war das Level, was man erkennen muss. Die kleinen Kerzen, da wird es ein bisschen tricky. Und das ist das, was der Verkäufer hier genutzt hat. Und das müsste eigentlich jetzt hier doch genau. Hat es mit dem Fibo gepasst? Ah, oh, jetzt habe ich es vergessen. Wir gucken nochmal. Ich glaube, es passt auch auf den On. Also wie gesagt, ich hatte das heute im Stream geschrieben. Also man sollte. Na doch. Come on. Ist das? Also man sollte es nicht unterschätzen. Wir haben ja ein Punkt, also ein Tick zu früh, aber es gibt durchaus Trader, institutionelle Trader, die. Ah, hier passt ganz genau. On the Tick. Ja, also auf den Tick genau. Und wir hatten dieses Level auch noch, die 2,5. Also es gibt auf alle Fälle auch in den USA, es gibt institutionelle Trader, die handeln nach Fibos. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass Fibos nie funktionieren, aber man braucht halt sowas wie heute, wo man sagen kann, okay, na gut, ich habe es nicht richtig angelegt. Okay, so. Ja, okay, also ist ja auch wurscht, jetzt ein Tick hin oder her. Also sie handeln. Wenn wir gute Orders im Markt haben, werden sie auch über die Algos, weil in einem Algo oder wenn man, wir wissen ja jetzt nicht, wo der Trader mit der Order angefangen hat, also der Verkäufer. Ne? Aber wenn man manchmal denn sozusagen die Fibos dann anlegt, dann merkt man, okay, hier ging die Verkaufsorder los, ja, und dann wird der Algo ist so programmiert, der kommt nach oben. Bei 38% soll er halt wieder anfangen, Verkäufe zu starten, ja. Die ersten kommen mit ihren Longs rein und dagegen dann die Shorts und so weiter und so fort. Und dann säbbelt der Markt dann vielleicht so nach unten. Ja, das ist ich kann das halt sagen, ich kenne einen Programmierer, der Algos programmiert für institutionelle, also der Algos hat oder sie programmiert für eine Bank im institutionellen Handel und deswegen
Da sollte man durchaus auch was drauf geben. Es ist, wie gesagt, nicht jede Bewegung ist nach, aber wenn die Order den Auftrag hat, dann wird sie auch mit nach dem Fieber abgewickelt. Das sollte man durchaus immer mal mit beachten. Es ist kein Ammenmärchen, dass Fibus nie funktionieren. Ja, macht natürlich immer nur dort Sinn, wo halt auch dann die Reaktion dort stattfindet. Ja, und wenn das so wie heute dann zusammenpasst und man merkt, okay, der Markt eiert jetzt 5 Minuten seitwärts, da könnte was gehen. Ja, da könnte was gehen. Dann muss man einfach sagen, gut, vielleicht ist das sogar eine Order, die genau nach diesem Muster abgearbeitet wird. Was auch mega interessant ist, wenn die Orders richtig gut laufen, das hat der Dirk, glaube ich, auch schon mal in einem Webinar gezeigt, aber man könnte jetzt das Ende der Bewegung vorausschicken. Höchst interessant, wir sagen mal, die Order ist hiervon losgegangen. Das heißt, das Ende der Bewegung wäre, wenn ich jetzt von dem Hoch aus mal 50% annehme. Wir können ja mal gucken heute, wenn das Webinar zu Ende ist. Also vielleicht ist das Ende der Order hier. Ja, also nur mal, also ich weiß ja nicht, ob die Order durchläuft, ne, aber falls das durchläuft, ja, und das kann sich über den ganzen Tag hinziehen, kommt auch darauf an, wie groß die Order ist und wenn sie überhaupt so gehandelt wird. Aber das wären die Ziele auf der Unterseite. Also wenn es passiert, dann schreibe ich es mal in die Stereotrader-Gruppe. Das heißt, ich habe jetzt sozusagen von der Order hier das Fibo einfach als Extension genommen. Also das heißt, dass das Ende der Bewegung genau dann mit dem 8.61er zusammenpasst. Ne? Also vielleicht, wer es jetzt nicht sieht. Also am Ende der Bewegung sieht es so aus, das ist der Start der Bewegung, der Markt macht eine 61% Korrektur, also verkehrt rum sozusagen, und dann wäre das das Ziel. Ja. Weil wer nämlich manchmal Bewegungen anlegt, ja, also wer manchmal Bewegungen anlegt, zum Beispiel ihr habt genau so eine Bewegung gesehen, ja, ihr seht so eine Bewegung hier, so. Und an diese Bewegung legt er auf einmal das Fibo an. Da denkt der Mensch, hier lege ich mal das Fibo an, von da nach da, und dann stellt man fest, boah, wie krass ist denn das? Das Tief hier oder der Rücksetzer hoch, das ist genau das 61er Fibo gewesen. Und dann fragt man sich, wie kann denn das sein? Und manchmal ist es halt so, das vorauszulegen macht, wie gesagt, das muss nicht heute sein, das kann aber in einer Woche, in einem Monat oder irgendwann mal passieren, dass er da mal auf so ein Brett kommt und sagt, Mensch, das ist eine gute Struktur, die sieht interessant aus, ich lege das vor. Und manchmal, oh Wunder, passt es halt. Ja. Das muss, wie gesagt, nicht heute sein, aber das ist manchmal so. Bin ich manchmal auch erstaunt. Gut, also Attacke geht auf alle Fälle aktuell nicht durch. Das heißt, wir sollten hier unten trotzdem überlegen, ob man hier long guckt. Also es das heißt, hier unten im Unterstützungsbereich. Ja, also die Shorts, wenn man Short ist, würden jetzt meine Shorts auf der Oberseite nach ausgestoppt werden. Ja, also wenn ich jetzt hier Short wäre, würde auf alle Fälle der letzte hier mit einem Punkt gehen. Oder ich hätte jetzt das Glück, dass wir hier nochmal Short handeln. Wie spät ist denn das? Okay. So, ich bin mit einem Kontrakt Short. Gucken wir mal. Wichtig jetzt für mich, durch die 94 zu gehen. Also wichtig wäre jetzt, dass die Kerze um 16:30 Uhr tief schließt. Dann ist es okay. Wenn sie nicht tief schließt, habe ich ein Problem. So, jetzt haben wir das genau angetickt, das Level, die 94. Wenn da jetzt nichts kommt, ist der Trade gleich futsch. Ah, dann kann ich den jetzt schon gleich glattstellen. Ah, das war futsch. Also das war zu knapp. Der hätte hier die 94 direkt, also ich glaube nicht, dass ich jetzt nochmal einen zweiten Exit mal, glaube meist nicht wissen, ne? Aber der hätte die 94, 25 nehmen müssen. Wenn er sie nicht nimmt, habe ich eventuell gleich das Problem, dass der Trade hier gleich, dass der gleich gestoppt wird. Aber wir haben noch 7 Sekunden. Naja, war ein Versuch wert. Also hat das Level hier nicht unterschritten. Wenn er jetzt nach oben durchseppelt, dann bin ich halt raus. Also hier den Stop legen wir mal hier drüber. Also normalerweise, ja, das ist dann schon ein bisschen Glück, wenn jetzt die Kerze wirklich unten schließt. Ja, sieht aber hier eher schlecht aus im Spechthaus. Gut, also. Einziger Wermutstropfen wäre, wenn wirklich die 5-Minuten-Kerze, ich mache hier mal den 5-Minuten-Chart only an, also falls die 5-Minuten-Kerze jetzt nochmal tief schließt, dann wäre es okay. Wenn sie jetzt nicht tief schließt, dann muss ich jetzt hier eigentlich rausgehen oder hätte schon rausgehen sollen. So, 20 Sekunden noch bis zum Ende der 5-Minuten-Kerze. Vielleicht haben wir doch noch Glück hier, dass die Kerze tief schließt. Also falls sie ans Tief geht bis zu der Kerze, dann wäre es okay, wenn nicht, dann nehmen wir halt hier ein Plus-Minus-Null-Trade.
Naja, gut. Also ich bin plus minus null. Ja, leichtes Minus raus. Gut, aber die Kerze jetzt hat jetzt auch nicht wahnsinnig hochgeschlossen. Na gut, vielleicht die erste Minute noch abwarten. Jetzt brechen wir doch noch das Tief. Naja. Also, warum bin ich jetzt hier raus, wenn die erste Minute hier direkt so eine lange Kerze wird wie diese hier? Um 16:26 Uhr, dann werde ich sowieso ausgestoppt. Deswegen bin ich jetzt hier gleich zum Beginn der Minute raus. Also der Trend läuft noch, der Trend nach unten bleibt für mich so lange intakt, solange wir hier unter diesem Preisbereich hier bleiben. Aber man merkt hier schon, dass man hier auch fightet. Also wir haben den Verkäufer definitiv drin, aber wir haben auch den Fight von der Unterseite. Und der ist nicht gerade zu, also der ist eigentlich nicht zu übersehen. Das ist hier, da wird gerade sich gewehrt, ne, hier unten. Haben wir hier mal Unterstützung. Und klar ist, ich mache das hier mal aus, klar ist, wenn jetzt, wenn die Käufe, die hier vorne immer versucht haben, gleich rausgehen, gibt es gleich den Plop auf der Unterseite. Ja, das hat mir jetzt hier zu lange gedauert und wenn die Käufer hier die Oberhand gewinnen, dann habe ich schon ein Problem. Deswegen bin ich da halt raus. Gut, jetzt läuft es halt durch. Weiter, vielleicht vom Timing jetzt nicht optimal. Aber hier unten ist halt trotzdem gefährlich. Also es macht hier schon mehr Sinn, die Long-Seite drauf zu gucken. Oh, wir hätten jetzt hier ein sogenanntes, also wenn es jetzt nach oben geht, dann hätten wir auch jemanden, der hier verteidigt. Das wäre jetzt ein sogenanntes Volumen-Retest. Also, falls der Markt das Level hier halten kann, jetzt eine blaue Linie macht jetzt hier nicht so viel Sinn, aber falls wir das Level halten können und jetzt eine Reaktion auf der Oberseite sehen sollten, wie gesagt, wissen du es ja auch nicht. Das sieht man ja immer dann erst in der Sekunde, wo es dann passiert. Ja, aber wenn das hier hält, das Level, seht ihr das? Das hat hier vorn schon mal gehalten, ja, wo wir dann danach den Long gesucht haben. Und jetzt wird an dem Level genauso wieder viel gehandelt. Das heißt, hier gibt es auf alle Fälle Interessenten, die das Ding erstmal halten wollen. Die Frage ist jetzt, wer hat die größeren Taschen? Ist es der Verkäufer, ja, der ja sowieso heute schon die größeren Taschen hatte? Oder kann hier der Käufer das absaugen, also absorbieren nennt man das. Und dann sehen wir hier gleich den Stich auf der Oberseite. Das gucken wir uns noch an. Wichtig wird also werden im 5-Minuten-Chart. Also wie gesagt, tendenziell ist das eher ein kleines Long-Level. Ich trade den Long im Unterstützungsbereich. So, wichtig jetzt über das Hoch der letzten 1-Minuten-Kerze, dann wird es okay. Ansonsten lasse ich mich unten ausstoppen. So. Den Plop auf der Unterseite. Schauen wir mal. So. Ah, zu hoch reingekommen. Ich habe jetzt im Market geklickt, nicht Limit. Das ist natürlich doof. So. Also ich bin jetzt mit zwei Kontrakten long. Ich wollte eigentlich hier unten die 91 halt haben. Habe ich jetzt aber die 92 bekommen hier. Also wenn man den Push hier durchbekommt, durch das Hoch, durch die 93,5, dann ist alles cool. Dann Ziel 96, dann Ziel 97, 75. Das sind die beiden Entscheidungsmarken. Also wenn der Plop hier durchkommt, dann ist der Käufer auf alle Fälle größer. Wenn nicht, rutscht der Markt hier nach unten durch und ich werde halt ausgestoppt, ist auch okay. Aber für mich macht es erstmal Sinn, im Unterstützungsbereich nach Long zu schauen. Ja, wie gesagt, in einem Trend ist es klar, wird das gebrochen. Ganz schöner Fight hier. Merkt ihr, seht ihr das hier? Also eine Seite wird gleich gewinnen oder verlieren. Mal sehen, ob ich das bin oder der andere. Eins von beiden. Oh, jetzt wird dran genagt. Schade. Ah, da habe ich verloren. Na gut. Nur einen raus. Also man merkt das dann schon, wenn das Hoch einer Minute nicht gebrochen wird, ja, dann wird es schon gefährlich. Ja. Also das ist eigentlich auch das Gute am S&P.
Aber er hat es halt nicht gebrochen, ne? Das Hoch, die 93,5. So, ich wollte jetzt gerade noch hier die Kerze abwarten und mal gucken. Den Stop ziehen wir jetzt hier runter. So. Ja, Versuch war es wert. Geht auch für mich in Ordnung. Ja, also, wie gesagt, im Unterstützungsbereich tendenziell eher die Long-Seite. Und wenn die Long-Seite durchgelaufen wäre, wäre es okay. Wenn nicht, dann halt nicht. Aber es war auf alle Fälle ein guter Fight hier an der Stelle. Und man hat lange gebraucht. Und ja, mal liegt man halt dann hier ein bisschen verkehrt. Aber der Verlust geht jetzt für mich ja auch in Ordnung. Und wie gesagt, falls der Markt jetzt hier das nur die Stops geholt hat, das werden wir jetzt gleich noch sehen, falls er nur die Stops geholt hatte, würde ich hier sogar den Trade sogar nochmal aufstocken. Aber da muss er halt oberhalb der 90 halt laufen. Ne? Also werden wir jetzt gleich sehen. Also wenn er nochmal über die 91 drüber geht, dann wäre es okay für nochmal einen Long Trade. Dann wüsste man, okay, das waren hier noch ein paar Stops, die geflogen sind und dann ist alles cool. Und wenn nicht, dann fliegt er hier die unten raus. Genau. Also wir brauchen auf alle Fälle immer einen Close. Also das kann man sich ja merken oder das ist halt das, worauf es jetzt hier angekommen ist. Wir brauchen auf alle Fälle hier den Close. Und ihr seht das hier, der Markt hat es am Ende nicht geschafft. Und das ist natürlich immer eine aggressive Variante, weil wenn der Markt dann hier durch diese 93,5 hoch drüber geht, dann schnippt sowieso. Deswegen ist das Risiko für mich dann okay. So, und jetzt, solange er hier die 91,50 nicht knackt auf der Oberseite, ja, ist es auch so, wird der Markt dann früher oder später runtergehen. Wie gesagt, dann werde ich hier unten ausgestoppt. Das ist aber vollkommen normal. Und ja, und wenn es gut läuft, dann war es halt wirklich nur einmal Stop holen und dann kann der Markt halt nach oben laufen. Gut, können wir uns dann noch angucken, den Stop Loss. Ja, also in vielen anderen Fällen läuft der Volumen-Retest halt richtig gut. Also der Markt läuft halt dran und dann halt weg. War halt auch ja an einem interessanten Preisbereich. Was ich jetzt nicht machen möchte, ist jetzt den Stop unter das Tagestief. Dann sollen sie halt das Tagestief hier erstmal rausnehmen, so wie es jetzt hier auch läuft. Das Tagestief im besten Fall erstmal rausnehmen an der Stelle und dann würde ich hier unten dann halt nochmal neu gucken. Ne? Wie gesagt, falls der Markt das jetzt hier dann rausnimmt. Also damit bleibt dann der Trend halt hier weiterhin intakt. Cool wäre halt gewesen für mein Trade, wenn am Ende der 5-Minuten-Kerze die Kerze so ausgesehen hätte wie hier um 16 Uhr, weil dann wäre ich auf alle Fälle vorne gewesen. So haben wir jetzt halt hier weiter den Abwärtstrend und hier sind die Preisbereiche, wo es dann hinlaufen sollte, wenn der Trend halt weitergeht. Und ja, jetzt muss ich ja auch sagen, jetzt muss man den Long dann halt aufgeben. Aber war für mich okay. Und hätte auch so laufen können wie davor. Nämlich hier ist der Markt so hochgelaufen. Und wenn er das hier überschritten hätte, dann wäre das richtig cool gekommen. So, jetzt ruft meine Freundin schon an. Ich bin soweit durch für heute. Ja, und wie gesagt, leider denn doch heute ein kleiner Verlust. Heute früh sah es ein bisschen anders aus im Live-Trading. Ich hoffe trotzdem, dass es euch gefallen hat. Und ich werde jetzt mal schnell nach Hause fahren müssen, weil ich nämlich zu Hause einen Termin habe. Und ja, wir sehen uns ja wieder im Juni. Und ja, Dirk Hilger könnt ihr ja dann wieder erleben, dann am Freitag zu den NFPs. Ja, Ja, schon genau. vorher sogar. Am Dienstag ist Live-Trading mit ihm. Ah, ist es da. Ja. Na gut, Super. also vielleicht noch als Ergebnis für mich heute 38,64 € minus. Nochmal zum, genau, also ist alles im Rahmen, genau. Gut. Gut, also an der Stelle hoffe ich, dass es euch trotzdem gefallen hat und ja, dann beim nächsten Mal. Du weißt ja, wann sehen wir uns wieder? Im 17. Juni. Juni ist der genau nächste Termin. Genau, und dann gucken wir mal da. Ja, dann auch vielen Dank an euch Teilnehmer, für euer Interesse, für eure Fragen. Hat Spaß gemacht. Ja, auch wie gesagt, wenn es jetzt vielleicht vom Ergebnis nicht ganz so war, aber beim nächsten Mal läuft das besser. In dem Sinne, euch einen schönen Feierabend, coole Trades weiterhin. Ja, wenn ihr den Stereo Trader plus Futures handeln wollt, dann probiert das aus bei FX Flat, dem einzigen deutschen Broker, der das kann. Und dann an der Stelle darf ich mich verabschieden. Vielen, vielen lieben Dank an euch, an FX Flat, dass ich da sein durfte. Und ja, dann bis zum 17. Juni, würde ich mal sagen, Mark Nelson. Sehr gut, da freue ich mich. Vielen Dank, Heiko, für das Webinar.
Wir wollen jetzt dich nicht länger aufhalten. Schnell nach Hause Ja. und danke an alle Teilnehmer. Schönen Tag noch. Passen Sie auf Ihre Trades auf und gerne dann nächste Woche mit Dirk hier im Live-Trading. Tschüss zusammen.